Hallo da draußen, herzlich willkommen hier zurück zu einer Folge Subnautica. Wir sind hier unterwegs und suchen immer noch unser letztes Bauteil für unser Enzym. Mittlerweile weiß ich, um was für einen Pilz es sich handelt. Ja, ich habe ein bisschen gespickt im Internet, ich gebe es zu. Und zwar geht es hier um den Baumpilz, also die riesigen Pilze in den Pilzbiomen. Die können wir umfahren, beziehungsweise die können wir abfarmen. So, wir sind gleich da, Dann können wir das Enzym machen. Dann düsen wir runter zum Sea Emperor. Dann lassen wir die Babys frei. Dann sind wir gleich geheilt. Dann schalten wir das Moped aus. Ja, klingt alles nach einem recht guten Plan, finde ich. Ich hoffe natürlich, dass es auch alles so aufgeht jetzt. So, passen wir auf. Und... habe die Ehre. So, jetzt bauen wir erstmal das eine Geisterkraut noch an. So, das sind Geisterhände. Hier haben wir einmal Geisterkraut. Jetzt war nicht wirklich viel Unterschied, aber okay. Gut, dann nehmen wir uns den restlichen Blödsinn. So, jetzt dürfte man das Enzym eigentlich herstellen können. Pilzprobe. Habe ich vergessen. So. Und eine Nachricht haben wir auch schon wieder. Und da haben wir das Enzym hergestellt. Mega geil. Sehr nice. Okay, was kommt hier? This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. That only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Läuft. Passt, passt, passt. So, das heißt, wir können jetzt starten. Moment. Gerade mal ein bisschen auf Sicherheit gehen hier. So, zack, hopp und los. So, und wir düsen Richtung Alien Base. So, Alien Insel, dann nehmen wir das Portal, dann sind wir unten beim Krebs. Dort werden wir natürlich das Enzym gleich reinhauen. Bedeutet auch, dass wir eigentlich jetzt dann in Kürze geheilt sind. Hallöchen, Popöchen. So. Wo kann ich jetzt... Das ging ja schnell. Ging richtig schnell. Wir haben es geschafft, Oh, sind die kleinen. So, jetzt hätte ich gerne das Enzym von euch, Freunde. Hallöchen. My young are swimming for the shallows. Ja klar. I thank you. Bitte schön. Their freedom is my end. What would it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Oh oh. Perhaps next we meet, I will be an ocean jetzt passiert ja gleich alles. Carrying seas to a new land, or a creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Farewell, friend. Und damit sind wir geheilt. Kann ich das mitnehmen? Nö. Wie cool das aussieht, ne?
Kann ich sie jetzt scannen? Okay, sie ist jetzt tot quasi. Ne, kann ich nicht. Okay. So, die Babys hauen hier überall ihr Enzym rum. Das heißt, wir sind geheilt. So, und jetzt sind wir geheilt und können, denke ich mal, das Ding hier ausschalten. So, schauen wir mal. Hallöchen, Hallöchen. So. Ja, das Prozedere kennen wir bereits. Und? Den habe ich noch nicht gescannt. Das ist blöd. Okay. Die Hütte ist dunkel. Ich glaube, wir haben's. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's 40 Minuten. Passt. We've sent you the coordinates. Sehr gut. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Denn eigentlich sollte jetzt dann gleich unser Rettungsschiff kommen. In 30 Sekunden und uns von diesem Kackplaneten wegholen, endlich zurück. Ja. Was passiert gerade? Irgendwas ist angegangen. Hallo? Nee, 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 Freunde, ich hab den schon ausgeschalten. Er kann gar nicht angehen. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We've broken atmosphere and we're descending towards the landing site. Oh yes. Is that a building Was? Down there? What do you mean you can't identify it? Was? Ich habe das Gerät ausgeschalten. No turning back now. Positions everyone. Touching down in 10, 9, 8. Was zum? It's coming from the building? Hä? Change course. Set thrusters to full. Echt jetzt? Wirklich? Okay, liebe Spieleentwickler, ich habe dieses Teil ausgeschalten. Wenn ihr mich dazu zwingen wollt, dass ich die Rakete baue, dann kann man das auch anders machen. Weil das, was hier jetzt gerade passiert ist, das war Blödsinn. Ne?